Die nächste Frage ist im Zusammenhang mit unserem neuen Wiki-Buch entstanden und tatsächlich auch in vielen Diskussionen mit Kunden, Workshops, Strategie-Workshops aufgetaucht. Lautet: Was ist ein Wiki-Prophet bzw. Wiki-Evangelist? Braucht man den? Wir haben im Deutschen das Wort Prophet benutzt, weil wir das als besser handelbar oder besser verständlich ansehen als die Amerikaner sprechen eher von a Wiki-Evangelist. Ja, nur ein Evangelist. Und die Evangelien, das hat heute so einen sehr christlichen Touch und ist ein Wort, das, also Evangelisten gibt es in Deutschland eigentlich nicht so. Propheten verstehen die meisten besser, deshalb haben wir gesagt, okay, braucht man also so einen Wiki-Prophet? Und die Antwort ist relativ komplex. Ja? Ganz kurz, nein, sie brauchen den nicht, wenn sie Strong Backing from the Top haben. Wenn Sie kein Strong Backing from the Top haben, dann müssen Sie einen Wiki-Propheten haben. Also es gibt so es ist ein riesengroßer Komplex, der damit zusammenhängt. Vielleicht sollte man erstmal darüber sprechen, was ist denn eigentlich ein Wiki-Prophet, bevor wir da noch tiefer einsteigen. Grundsätzlich ist es so, dass ein Wiki-Prophet jemand ist, der sozusagen den Menschen das Feuer bringt, der dem Unternehmen zeigt, guck mal, hier ist ein Wiki und das kann ganz toll und effizient in unserem Unternehmen funktionieren. Wir brauchen so ein Wiki, wir müssen damit arbeiten. Probiert das mal aus und sozusagen versucht, die Erleuchtung im Unternehmen darzustellen. Häufig ist es nämlich tatsächlich so, dass viele Leute verstehen: Ja, stimmt, die E-Mail ist nicht so effizient, wir sollten was anderes machen, machen aber nichts anderes, weil das habitualisiert ist, weil das gewohnt ist, weil das einfach ist, weil ein Wiki teilweise auch Disziplin erfordert und der Prophet sorgt sozusagen dafür, dass so ein Thema vorankommt. Jetzt, wenn Sie jetzt die Unterstützung der Geschäftsführung haben, wenn die Geschäftsführung unbedingt will, dass ein Wiki eingeführt wird, dann brauchen Sie eigentlich keinen Propheten mehr. Wenn die Geschäftsführung nicht hinter dem Wiki steht oder nicht genug hinter dem Wiki steht und immer wieder Bad Practice einreißen lässt, also sozusagen zulässt, dass das einreißt, meistens ist es ja nicht so, dass die Geschäftsführung Bad Practice vorlebt, sondern einfach nicht dafür sorgt, dass es abgeschafft wird und das Wiki sich durchsetzen kann, dann ist ein Wiki-Prophet unersetzlich. Dann haben Sie keine andere Möglichkeit als zu gucken, wer ist denn bereit, das Feuer sozusagen, unsere olympische Fackel zu tragen und den anderen das Licht zu weisen. Wenn sie da keinen finden und selber nicht bereit sind, dieser jemand zu sein, dann wird es sehr, sehr schwierig für ein wirklich sehr erfolgreiches Firmenwiki in ihrem Unternehmen. Also ein Wiki-Prophet ist keine Pflicht. Aber wenn ich von der Geschäftsführung nicht von oben sozusagen Druck und Unterstützung habe für mein Wiki, dann brauche ich den Propheten unbedingt. Was macht der? Der bringt Idealismus, hat die Wiki-Idee und die dahinter stehende Philosophie verstanden und verinnerlicht. Der bringt Aktivismus. Er ist in Wiki-Fragen der zentrale Antreiber im Unternehmen, bringt das Projekt intern voran. Furchtlosigkeit, ja, der stellt sich den Wiki-Gegnern entgegen, den ganzen Skeptikern, die darüber nicht weiter nachdenken wollen. Der hat keine Angst vor politischen Repressionen, ja, dass er sozusagen in seiner unbequemen Position vielleicht politisch angeschossen werden könnte. Wissensstärke braucht der Prophet auch, also er muss wissen, worum es geht, denn gerade bei so einem Thema wie interne Unternehmensprozesse häufig festgefahren, häufig habitualisiert. Wenn ich die sozusagen mit so einem neuartigen Thema wie einem Wiki aufbrechen will, dann brauche ich einfach sachliche Informationen. Ja, da kann ich nicht einfach mit dem Holzhammer immer ankommen und versuchen, mich mit Stärke durchzusetzen, sondern ich brauche einfach solides Know-how, um die Leute überzeugen zu können davon, dass ich mir das nicht gerade eben ausgedacht habe und alle anderen seit Jahr und Tag einfach sozusagen doofe Prozesse verfolgen. Ich will jetzt ungern auf die ganzen Aktivitäten, die der Wiki-Prophet durchführt, eingehen. Wichtig ist, dass man nochmal unterscheiden sollte zwischen einem sogenannten Wiki-Champion und dem Propheten. Da gibt es einen sehr hohen Überschneidungsbereich. Und der Wiki-Champion ist meines Erachtens derjenige,
Und auch nicht der alleinige, sondern ist einer von vielen Wiki-Champions, die dafür sorgen, dass ein erfolgreiches Wiki tatsächlich zu einem erfolgreichen Wiki geworden ist. Das schaffen sie nämlich als Mitarbeiter nicht allein. Da brauchen sie andere, die von dem Wiki überzeugt sind. Der Prophet ist nur derjenige, der das Licht bringt. Der Prophet ist gleichzeitig aber auch ein Wiki-Champion, also jemand, der sehr aktiv ist. Und daher ist diese Schnittmenge zwischen einem Prophet und einem Champion sehr hoch. Wenn Sie in einem großen Konzern arbeiten, sagen wir mit 5000 Mitarbeitern, und irgendwann haben Sie ein total erfolgreiches Wiki, dann fragen die Leute, wie kam das eigentlich? Und dann sagt jemand, ja, das war der Franz. Also es wird sozusagen einem zugeordnet, einem Wiki-Champion dieses Thema Wikis. Und das ist sozusagen der Prophet. Das ist auch die interessanteste Position im Unternehmen. Wenn ich einen Wiki einführe und das wirklich, wird wirklich erfolgreich, dann ist das für ganz viele Mitarbeiter, die das nämlich gemacht haben, die das verantwortet haben, ein Sprungbrett. Die werden auf einmal im Unternehmen viel wichtiger, ja, von einem einfachen Sachbearbeiter zu einer Führungskraft oder wie auch immer. Also habe das auch schon erlebt, dass die Leute dann zu einem, sozusagen zu einer Stabsstelle befördert wurden, die es vorher eben entsprechend nicht gab. Und das kriegt leider nur der Prophet. Ja. Die anderen, die danach folgen und auch aktiv sind, die Wiki Champions, die kriegen in der Regel auch viel Aufmerksamkeit. Aber es gibt in der Regel einen, dem dieses Thema Wiki attributiert wird, dem das zugewiesen wird, der das Feuer sozusagen ins Unternehmen getragen hat. Und das ist der Wiki-Prophet. Wenn Sie sich mehr über dieses Thema informieren wollen, sich so ein bisschen auch über politische Gefahren und auch wie verhalte ich mich, damit ich tatsächlich erfolgreich bin damit, beschäftigen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Wikibuch. Es gibt inzwischen tatsächlich eine Amazon-Seite, muss ich gerade mal suchen, die ich empfehlen kann. Oder was heißt, also ich glaube, Seibert.biz/Wikibuch führt dorthin. Ja, genau. Zu unserem neuen Buch, Enterprise Wikis, Potenziale, Einführung, Stolperfallen, produktive und effiziente Nutzung, das ich gemeinsam mit dem Sebastian Preuß und dem Matthias Rauer erstelle, der allerdings mit 2 T geschrieben wird. Das wird der Gabler Verlag bestimmt noch ersetzen. Nicht ganz günstig, aber enthält fast alles Wissen, das wir momentan so über das Thema Wikis haben. Kommt vermutlich im Juni diesen Jahres raus. Und naja, gut, wenn Sie mich fragen, natürlich einen Strong Buy. Und ja, so viel zu Wikipropheten. Ich freue mich, wenn Sie Fragen dazu haben und sich bei uns melden. Bis bald. Tschüss.